liebe Leute, holen wir uns heute den Sieg gegen Freiburg. Wir sind dabei wieder bei FIFA 23. Auf geht's. Ja, zwei Heimniederlagen in der Champions League. Jetzt kommt Freiburg, dann kommt Darmstadt. Wir müssten ein bisschen rotieren, sehr wahrscheinlich. Ich gucke gerade mal, hört da so ein bisschen. Ja, warte. Das sind einfach nur ein paar Spieler, die mal ein bisschen Pause brauchen, vielleicht. So. Andrade und Ulrich mal vorne auf die Position. Arebi. Limperle mal auf die Seite. So, auf geht's. Na gut, geht gleich weiter, sofort. Auf geht's. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte eine packende Partie werden, Buschi? Mhm. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. So, so geht's sofort los. Wie gesagt, ich bin mal ein bisschen rotiert, weil ich Darmstadt momentan als wichtigeren Gegner als den Aufsteiger, oder Ex-Mitaufsteiger Freiburg sehe. Weil wir wollen den Pokal natürlich auch wieder den Triumph holen. Den zweiten dann. Aber, mal gucken. Freiburg muss man natürlich schlagen, um wieder oben ein bisschen an den Bayern dran zu bleiben, die nicht zu allen enden zu lassen, weil es ist nur ein Punkt. Lass die Bayern mal unentschieden spielen, dann sind wir nämlich Tabellenführer wieder. Die direkte Duell war gegen die Bayern nämlich 2-2 ausgegangen im Heimspiel. Dortmund haben wir ja geschlagen. So, auf geht's. Das Spiel beginnt. Gegen den SC Freiburg. Spieltag Nummer 9? 8? 9? Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Arebi! Dran aber. Noppert sagt ja. Also nochmal, ich sehe Darmstadt als wichtigeren, nicht als unwichtigen Gegner den Freiburger. Klar ist das natürlich wichtig, um das Ding hier nach dran zu bleiben an die Bayern, an den Bayern. Ah, scheiße. Gulde. Die Heimmannschaft könnte heute bei einem Sieg die Tabellenspitze erobern. Die Saison ist natürlich noch lang, aber es wäre ein erstes Zeichen an die Konkurrenz. Das war der gut. Kotta Schelderup. Yes! Kevin Andrade! Was für ein Treffer! Den wir ja den Berlinern aus von Union wegschnappen wollten, mussten, können, konnten, durften. Nochmal das Tor. Da kommt die Flanke. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie.
Sein Fallzieher-Tor. Endlich mal wieder eine Führung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Lepperle. Rossi läuft erstmal Lepperle weg. Ja, mit viel Übersicht. Ah, wieder RMB, der da hinten ganz, ganz überfordert aussieht. Ah, vielleicht geht da noch was. So, meiner Meinung nach war das ein Rückpass, haben wir ein bisschen Glück gehabt. Weil es war ein Rückpass. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Es war ein Handspiel. Dementsprechend Freistoß Freiburg. Schmid. Leichte Beute, kein wirklich starker Freistoß. Abflug. Den Ferreira, führt er sehr gut. Der Rechtsverteidiger spielt. Ja, war nicht gut. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Schelderup, gut gemacht, da lässt den Verteidiger stehen, hat dann plötzlich sehr viel Platz. Und dann gerade 2-0. Da ist es. Und jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. No, schön. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Lässt dann mit den Haken noch den Verteidiger aussteigen. Nummer 26 dort. Und kann ihn dann am Keeper vorbeilegen. 2-0. Andrade. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Doppelpack, übrigens. Rossi. Hatte mich das 1-0 auch schon heute erzielt. Gelat. Guter Zweikampf. Und so, was sagt er da jetzt? Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Aber die Vorteilsentscheidung wird korrigiert, gibt doch Freistoß. Keine Karte, aber deutliche Worte vom Schiri. So eine Aktion will er nicht mehr sehen, sonst gibt's Gelb demnächst. Schelderow wieder. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Der wieder sich durchsetzen kann, da relativ easy. Die Chance hier 3-0. Jan Fiete. Nächstes Tor drin, der Ball. Die Freiburgs Rechtsverteidiger komplett überfordert. Mit Schelderow, der sich zweimal stark durchsetzen kann. Ja, quasi 1-1 identisch die Tore. Ja, da macht er alles richtig. Weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eindeutiges Resultat bis hierhin. 5. Saisontor für ihn. Lepperle. Es gibt Einwurf. Einwurf. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ganz stark. Halb Elfmeter. Ja, es war irgendwo doch wahr, weil es richtig ist. An den Pfosten. Und der dritte Elfmeter, der ging uns in Folge verschossen wird. Lass dich ruhig weg. Lass dich ruhig rauslaufen. Boah, die ist ja gnadenlos vorbeigegangen. Kommt da über Fiete ab. Die Chance jetzt. Warte, warte. So eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack.
Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Ja, schade. Also Ansage auf jeden Fall mal geglückt. 4:0 gegen den SC Freiburg. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Könnte was werden. Guter Pass. Schade. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Staffelidis, das könnte sogar Abschluss geben. Ne, gibt es nicht. Gibt's dran, daher Eckstoß. Okay, schon noch mal richtig war, glaube ich, noch an das Rennen. Ecke kommt. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. So, dann Jörns ist Pause. Auspfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Also Fakt ist, dass auf jeden Fall... Das Spiel beginnt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. So, jedenfalls ist es dann erstmal eine Machtdemonstration. Und die große Chance, Platz 2 so, weiter geht's. Wir gehen rein zu halten. Lemperle. Ja, schade. Bisschen festgelaufen. Ja, was kann der SC Freiburg da noch Platz für den SC Freiburg entgegensetzen? Gegen uns. Oh, jetzt schönes Ding. Gehalten, aber weiter aufpassen. Und Freiburg. Wir kontern. Geht es im Pokal weiter für den SC Freiburg. Dann geht es zu Hause gegen die Bayern. Oh. Ein richtig gutes Duell im Pokal. Da freust du dich, wenn du vorher noch 4-0 verlierst. 4-1. Meiner Meinung nach war der Außennetz, aber es ist drin Tor. Technischen Perfektion. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Schönes Tor jedenfalls. Tor 4-1 jetzt also. Ja, Tor für Freiburg. Ja, kommt da nicht. Oh, der geht am Gegenspieler vorbei. Könnte gefährlich werden. Und sie verpasst den Moment des Abspiels. Jetzt können sie kontern. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Super Pass. Aubameyang. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang ist versucht. Super Parade, klasse gehalten. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Nein, keine gute Befreiung hier. Andrade, der Dreifach-Torschütze jetzt mittlerweile. Die bekommen den Ball nicht raus. Das ist klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik, am Ende knapp. Ja, ich werde ziemlich alleine. Es ist wieder die super tolle rechte Seite des SC Freiburg. Da ist einfach viel zum zweiten Tor. Letztlich abgefangen war nicht leicht. Da ist der Ball jetzt weg.
Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gräfo. Jonathan Schmid. Er erzwingt den Ballverlust. Guter Steilpass hier, macht er gut. So, Schelderup hat jetzt mehrmals schon was Wichtiges gemacht. Ah, das ist wichtige Torevorbereitung. Und jetzt macht er selber 5 zu 1. Sie machen 1. mit ihnen, was sie wollen. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Schön viele Tore heute. 5 zu 1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Pereira. Ja, gut gemacht. Die Mitspieler wollen ihn. Lenthalle. Da bedankt sich die Abwehr, das ist Abseits. Ja, da machen sie der Abwehr das Leben leicht. Schwacher Pass, sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Da musst du geduldiger spielen, ist ja keine Frage. Ja, zu einfacher Ballverlust gegen Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang ist es. Aubameyang. Und nur der Keeper verhindert den nächsten Treffer der Bayreuther. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Grifo. So, Einwurf. Für Freiburg. So, warum ist es richtig? Oder Hecke, wie auch immer. Ich weiß gerade nicht. Eckball gibt's. Hecke. So, ein Doppelwechsel jetzt bei uns. Hier kommt den 16er. Das wird jetzt Abschluss geben. Es wird jetzt hier gewechselt. Gelhardt geht raus, der Torschütze. Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende. Ja, dann auch nicht. RMB, der sich jetzt ein bisschen gefangen hat, diesem rabenschwarzen. Und jetzt dieser tolle Tag gegen den SC, gegen Repolazzi. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Perry. Moukoko. Ach, schade, er fällt ab. Gastgeber gewinnen also. Unentschieden in der zweiten Halbzeit. Am Ende ist es ein 5 zu 1. Wichtiger Einsieg gegen den. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Mega-Leistung bei diesem Sieg ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel, aber so... Endlich mal ein haushochverdienter... Ja, was hast du auch verdient? Die Freiburg hatten ihre Situation in der zweiten Halbzeit, aber wir haben sie dann halt vorher in der ersten Halbzeit gut an die Wand gespielt. Naja, gut. Nächster Gegner ist dann Darmstadt. Dann geht's Bochum. Und dann heißt Champions League Neapel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Morgen um 14 Uhr mit dem Pokalheimspiel in der ersten Runde gegen den SV Darmstadt 98.